Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Wie man solch eine trigonometrische Grundgleichung löst, wird im Tutorial D5029 im Detail erklärt. Für unsere Gleichung können wir Tangens von 2x durch die Verdopplungsformel ersetzen durch 2 Tangens x geteilt durch 1 minus Tangens Quadrat von x. Diesen Nenner setzen wir rechts rüber, wo er multipliziert, und dann wird 3 Tangens x auf diese Differenz verteilt. Dann sieht die Gleichung so aus. Jetzt setzen wir alles links rüber, somit wird die Gleichung zu 3 Tangens hoch 3 von x plus 2 Tangens x minus 3 Tangens x, also minus Tangens x gleich 0. Hier in dieser Differenz können wir Tangens von x ausklammern und so entsteht ein Nullprodukt. Das Produkt von zwei Faktoren ist 0, dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Diese Gleichung führt also zu diesen zwei Möglichkeiten. Schauen wir die erste. Tangens von x gleich 0 kann sofort als Grundgleichung geschrieben werden, denn wir können diese 0 in Form von Tangens von 0 schreiben. So haben wir die Grundgleichung Tangens gleich Tangens. Die Lösungen dieser Grundgleichung sehen so aus. Wir deuten, Tangens vom ersten Winkel ist Tangens vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zum zweiten Winkel plus k Pi, wo k eine ganze Zahl bezeichnet. Wir übertragen diese Lösungen auf unsere trigonometrische Grundgleichung und somit finden wir sofort, dass x k mal Pi sein muss. Das sieht man übrigens auch sehr schnell im trigonometrischen Kreis. Der Tangens eines Winkels wird 0 da, da, da und so weiter, also bei k Pi. Jetzt schauen wir die zweite Möglichkeit. Das hier führt sofort zu Tangens von x gleich plus minus Quadratwurzel von 3 Drittel. Also im zweiten Fall haben wir zwei Unterfälle. Erster Unterfall, Tangens von x gleich Wurzel 3 Drittel. Das können wir sofort umschreiben als trigonometrische Grundgleichung, denn Wurzel 3 Drittel, das ist der Tangens von Pi Sechstel. Also haben wir wieder diese Grundgleichung. Wir wenden diese Lösungen an und finden sofort, dass der erste Winkel x gleich ist zum zweiten Winkel Pi Sechstel plus k mal Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Jetzt schauen wir diesen Fall. Tangens von x ist minus Wurzel 3 Drittel. Auch diese Gleichung können wir sofort in Form der Grundgleichung Tangens gleich Tangens schreiben und wenden wieder diese Lösungen an. Somit finden wir, dass x minus Pi Sechstel plus k mal Pi sein muss. Wir haben hier also drei Kategorien von Lösungen. Wir haben k Pi, wir haben Pi Sechstel plus k Pi und minus Pi Sechstel plus k Pi. Um zu sehen, ob man diese Lösungen noch kürzer fassen kann, zeichnen wir sie alle im trigonometrischen Kreis ein und stellen fest, wir können nur diese etwas kürzer fassen, indem wir schreiben x gleich plus minus Pi Sechstel plus k Pi. Ansonsten schreiben wir die Lösungsmenge so auf. Wir vergessen nicht zu vermerken, dass k eine ganze Zahl sein muss und unsere trigonometrische Gleichung ist gelöst.